Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht. Und zwar auf dem Turm hier hinten beim Hangar, wo er immer unterwegs ist, wenn er auf dem Turm anwesend ist. Wir schauen uns an, was er dabei hat und ich gebe eine kleine Empfehlung ab zu den einzelnen Sachen. Wie immer hat er natürlich ein exotisches Engramm dabei. Das machen wir ganz am Ende auf. Dann Doppelschwänziger Fuchs ist ein interessanter Raketenwerfer, denn der feuert direkt zwei Raketen ab und zusätzlich macht der eine leere Schaden und der andere Solarschaden. Zudem sind sie auch noch zielverfolgend. Ist ganz cool, der Raketenwerfer macht definitiv Spaß. Wenn ihr ihn noch nicht habt, holt ihn euch. Er ist, ja, ist ein Schätzelein. Ich sag's mal so, ich finde ihn persönlich ganz nice. Dann als nächstes für die Jäger haben wir die Frosties. Diese mit einem 64er Wert erstaunlich hoch. Das heißt, Xur gönnt hier wohl dieses Wochenende. Und wir haben hier eine Verstärkung von Granaten, Nahkampf und Ausweichregeneration, wenn wir sprinten. Zudem Ausweichen erhöht das Sprinttempo. Ihr merkt also schon, movementechnisch und aufladetechnisch ist das Ding nicht schlecht. Wer also gerne mit den Fähigkeiten arbeitet und die schneller aufgeladen haben möchte, das Ding hier wirkt unterstützend. Von meiner Seite her eine Empfehlung. Es gibt sehr viele Leute, die mit den Frosties spielen, weil sie halt einfach stark sind. Für die Titans haben wir dieses Wochenende die Wanderfalken-Beinschienen mit einem schönen 65er Wert, auch hier sehr hoch, Xur gönnt. Und hier wird der Schulterangriff nicht unerheblich verstärkt. Egal ob Leere, Solar oder Arcus, wenn wir aus der Luft heraus einen Schulterangriff machen, dann haben wir erhöhten Schaden und der ist nicht gerade wenig. Zudem sind wir etwas effizienter, wenn wir in der Luft springen, also zum Zielen und Treffen mit den Waffen. Ich würde aber sagen, der Schulterangriff, der hier verstärkt wird, der lohnt sich. Es ist kein Must-Have-Gegenstand, aber wer gerne mit Schulterangriff unterwegs ist, wird hier definitiv Spaß haben. Zu guter Letzt für den Warlock mit einem 63er Wert, auch anständig hoch, haben wir hier Auge einer anderen Welt. Der ist wahnsinnig gut, weil wir hier Granaten, Nahkampf und Rift-Fähigkeiten schneller aufgeladen kriegen. Das ist jetzt, Entschuldigung, das war zu schnell, das ist mit so ziemlich allen Fähigkeiten zu gebrauchen. Egal ob ihr Solare, Leere, Arcus spielt, spielt gar keine Rolle. Hier gibt es immer wieder Builds, die auf das zurückgreifen, weil eben die Aufladerate verschnellert ist und das ist einfach grundsätzlich nützlich. Lohnt sich also, wenn ihr ihn noch nicht habt, holt ihn definitiv. Ihr werdet ihn für die ein oder anderen Builds ganz bestimmt brauchen. Da gebe ich euch eine Garantie drauf. Gut, dann schauen wir uns gleich die legendären Sachen an, vorher aber noch eine kleine Werbung in eigener Sache, denn mein Werbepartner Holy Energy macht leckere Energy Drinks zum selber mixen und ich empfehle da das Probierpack mal zu holen, denn da könnt ihr euch durch ein paar Geschmäcker durchprobieren, um euch ein Bild zu machen, ob es was ist für euch oder nicht, lohnt sich meines Erachtens nach. Ich finde es eine coole Sache. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Werbung. Ich will da gar nicht allzu lange reinballern. In der Beschreibung gibt es da noch mehr Infos. Alles klar, kommen wir noch zu den Waffen. Bei den Waffen machen wir es immer so, dass ich über die ganzen Sachen kurz drüber gehe. Ihr könnt im Video einfach Stopp klicken, um euch die Sachen etwas genauer anzuschauen. Und wenn jemandem in der Community was auffällt und er sagt, hey, die Scott-Roll, schreibt sehr gerne in die Kommentare, helft euch gegenseitig, denn ich habe hier nicht den kompletten Überblick über alle Waffen und Perks, denn die einen spielen sich für den PC ein bisschen anders als für die Konsole und es lohnt sich da, wenn ihr euch gegenseitig helft in der Kommentarsektion, da bin ich sehr dankbar, so wie es auch in den letzten Wochen immer wieder fleißig gemacht wurde. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Mir selber fällt hier jetzt nichts Außergewöhnliches auf, aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Schreibt es eben gerne in die Kommentare. Gut, dann schauen wir uns hier noch den Falkenmond an, was er für Perks drauf hat. Und dann den hier. Wir können ja verschiedene Perks drauf haben. Dann wäre es das auch schon gewesen. Machen wir hier noch ein exotisches Engramm auf. Ne, habe ich schon, weil ich das Video ein zweites Mal aufgenommen habe. Ich habe den Helm hier rausgekriegt, den hier, aber mit einem tieferen Wert habe ich direkt wieder gelöscht. Ich musste das Video zweimal aufnehmen, weil mir ein Fehler passiert ist während der Aufnahme. Gut, hier im Outro gibt es noch zwei Videos. Einmal für den Titanen-Build und einmal für den Jägern-Build. Schaut euch gerne durch, wenn ihr Solar 3.0 etwas effizienter spielen wollt. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Eben gerne, was ihr euch gegönnt habt oder welche Waffe cool ist. Helft euch da gegenseitig. Und ganz, ganz am Ende bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.